Ich bin Lina Mareike Zopfs, ich bin Producerin bei Gaumont im Berliner Office. Meine Position als Producerin würde ich unter anderem als eine Schnittstelle zwischen Autorin und Regie und der kreativen Vision und der produktionellen Umsetzung bezeichnen. Ich wollte unbedingt die Welt verändern und da habe ich gemerkt, es ist nicht so einfach. Dann habe ich gesagt, okay, ich will Filme machen. Nach dem Abi mit dieser großen Vision nach Berlin gezogen und habe Filmwissenschaft und Theaterwissenschaft studiert. Bin dann ganz klassisch an die Filmhochschule gegangen und zwar an die Filmuniversität in Babelsberg, Konrad Wolf. Nebenbei bei Warner Brothers gearbeitet, aber noch in London. Und dann habe ich meinen ersten Spielfilm gemacht, der heißt Wir könnten genauso gut tot sein, wofür ich dann für den First Steps Award als Produzentin nominiert war und bin jetzt seit fast 2 Jahren bei Gaumont. Ganz, ganz wichtig ist Kommunikation, dann vor allen Dingen Durchhaltevermögen, Ausdauer und manchmal Beharrlichkeit, manchmal aber auch Wissen, das gut loszulassen und Mut. Ich glaube, Mut für neue Ideen, Glauben an starke Stoffe oder schwierige Stoffe auch und ja, Passion. Ein Projekt, das heißt Plan B, das wird später anders heißen, das ist der Arbeitstitel, das ist gerade in der Postproduktion. Einmal La Talente von Jean Vigo von 1934, weil, und da kommt die Filmwissenschaftlerin in mir durch, weil ich finde, der hat Grundlegendes im Kino verändert und hat gleichzeitig aber so eine emotionale, poetische Geschichte erzählt. Und das finde ich, das trägt sich dann durch die Gaumont-Filme durch, immer etwas Neues zu versuchen, in verschiedenen bahnbrechende Neuerungen mit sich zu bringen und auch eine ganz emotionale Geschichte zu erzählen. Und dann muss ich aber auch Leon der Profi sagen, Gaumont ist einzigartig, nicht nur wegen der Historie und wegen wie lange es dieses Unternehmen gibt, sondern weil es international ist, ein Global Player ist, aber es als Familienunternehmen auftritt. Familiäres Umfeld, Qualität, immer nur das Beste, also die besten Serien und zwar von den tollsten Geschichten und international.